Platz 1 der beliebtesten Universität geht in diesem Jahr an die katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt. In diesem Jahr habt ihr die KU zur beliebtesten Uni Deutschlands gewählt. Weil es sehr persönlich ist und nicht so anonym. Da das Miteinander der Leute hier einfach das Studentenleben ausmacht. Als Internationalstudentin fühle ich mich sehr wohl. Wir haben kleine Seminare. Sehr interessante und innovative Lehrveranstaltungen. Weil es eben eine sehr kleine Universität ist und dadurch eine sehr familiäre Atmosphäre herrscht. Weil es meiner Meinung nach die beste Uni Deutschlands ist. An den Dozierenden gefällt mir total gut, dass sie eben so nahbar sind. Sie sind immer freundlich und hilfsbereit und man merkt, dass man ihnen persönlich am Herzen liegt. Viele Seminare sind sehr interaktiv gestaltet. Ich finde es cool, dass wir bei uns an der Uni ein eigenes EEG-Labor haben und dadurch in der Psychologie unsere eigenen Experimente durchführen können. Es ist nicht so, dass da dann einer oder eine vorne spricht und steht, sondern wir machen das eigentlich alles gemeinsam. Ich kann trotz meines relativ vorgetakteten Lehramtsstudiums viele Veranstaltungen besuchen, die mich interessieren. Also ich persönlich hatte in meinem Verlauf noch kein Problem, in irgendeinen Kurs reinzukommen. Man kommt sich nicht nur wie eine Nummer vor. Es ist Austausch möglich. Wo es wirklich um wissenschaftliche Themen und nicht nur um die Erfüllung eines Curriculums geht. Wir haben mehrere Bibliotheken und vor allem die ZBib ist einfach klasse. Sie ist sehr offen aufgebaut, sehr lichtdurchflutet und es macht einfach Spaß, da zu arbeiten oder zu lernen. Auch wenn ich von meinem 8-Stunden-BIP-Tag nur eine Stunde wirklich drin sitze und 7 Stunden unten bei einem Café, wenn andere Leute da sind, das ist einfach ein sozialer Hotspot hier. Das erste Corona-Semester hat uns alle kalt erwischt, doch ich glaube, ich kann mit Zufriedenheit sagen, dass die Uni nicht geschlafen hat in der Folgezeit. Und es wird sich wahnsinnig engagiert von Seiten der DozentInnen, dass hier auch alles reibungslos abläuft. Dieses Mal haben wir eine erste Klausurenphase mit Take-Home-Exams und mit mündlichen Klausuren über Zoom. Das funktioniert sehr gut. Wir kriegen regelmäßig Mails darüber, was eben neueste Beschlüsse sind. Und ja, ich fühle mich gut informiert. In Eichstätt habe ich mich von Anfang an gut aufgehoben gefühlt. Der Campus ist auch einfach total schön und ich halte mich da total gerne auf. Naturnah, weil eben die Seminarwiese direkt daneben ist, zentriert und gesellig. Mein Lieblingsort an der Uni ist einmal die Cafeteria, vor allem im Sommer. Wenn die Bierbänke ausgefahren werden und man sich nach einer Vorlesung einfach noch zusammensetzen kann. Das ist einfach total gemütlich. Liebe KU, alles, alles Gute und herzlichen Glückwunsch zu dem Preis und zum Award. Meiner Meinung nach nur verdient. Meine lieben Glückwünsche an die KU für diese tolle Auszeichnung. Ich freue mich sehr, an einer der beliebtesten Universitäten Deutschlands studieren zu können und herzlichen Glückwunsch an die KU. Ich gratuliere der KU zu dem wohlverdienten Preis und ich denke, die Bewertungen stehen für sich. Ich freue mich sehr, an einer so guten Uni zu studieren und auch das Study-Check-Ergebnis zeigt das. Herzlichen Glückwunsch! Congratulazioni KU per il riconoscimento, l'avete meritato! Entdecke die KU beim digitalen Infotag am 17. April. Alle Infos auf ku.de/infotag.